Allmensch kennt den Fern, ein Allmensch freut sich, wenn der Fern auf der Bühne ist. Amateurtheater. Volkstheater. Professionellen Theater. Das Kabarett. Typisch Lützebüch. Das ist immer eine Arbeit. Probe. Dann immer sehr früh. Ob über 100 Rollen am Theater, ob der Tölli an am Kino guckt, der Ferner Fox, der für kurzem sing 80 Jahre gefeiert wird, zurück. Analoge Team dann noch ein regelrecht filmisches Denkmal gesagt. Die Sirenosbusch hat sich der Foxe Ferner rausgepickt an ihren nächsten Dokumentär wird dem bestbekannten Lützebäuer Schauspieler sehr wirk gedreht. Mehr wie gestreift geht dabei die Lützebäuer Theater- und Kulturszene wie auch die Gesellschaft von den 50er Jahren bis heute. Wir haben die Sirenosbusch gefragt, für was eigentlich der Ferner Fox? Weil der Foxe Ferner ein Mensch ist, den, mit dem ich groß gesehen habe, den immer da war. Den meine Großeltern haben vom Fern geschwärmt und haben gesagt, du hast hier was denen gemacht, du hast gesehen, was gemacht hat. Und nur in die Tele geguckt, der Fern ist auf der Tele. Mein Papa war ein großer Fan vom Ferner Fox. Und, ja, und für mich war das wirklich wie so, ich habe schon denke, gesagt, so wie letzte Moni aus der Stadt, wo ich mich gefragt habe, wen ich leer den mal kenne, weil den ist irgendwie immer dabei. Und dann hat mich immer fasziniert, so, er ist ein typischer Lützebäuer irgendwie. Wir kennen uns alle gut irgendwie an ihm rum. Aber wenn du dich aber mit dem Ferner beschäftigst, ist er gut nicht der typische Lützebäuer. Weil wenn er sein Lebensweg guckt, wenn er guckt, sein Privatleben guckt, wenn er guckt, auch wie ihn beruflich, wo er immens couragiert, einen festen Platz abzuhalten und dann an diesen Theaterstuf zu wollen. Also das ist der Contraire. Von einem typischen Lützebäuer, der aber ein Prix de Sécurité irgendwo ist. Und das sind also die Sachen, die mich immens fasziniert. Und, ja. Nicht ein Großseeland, nur doch eben das unheimlich Kannerechte, was so schön ist. Das ist ein immenser Profi. Also eine Identifikationsfigur von einem Lützebäuer. Weil er so sehr sympathisch ist. Von der Bühne ruf, Zigarette, sieh ja noch bis raus. Oh. Ich habe gesagt, die ihn so merkt, wenn er sich beim Ferner hält, dass er schon ein bisschen so drin gelitten hat oder drin leidet, dass er hauptsächlich immer als der letzte Fern gesiegt hat, dass er erkannt hat, eben für die Reklame von der Luxembourgeoise, an denen er so gerne. Anerkennung hat, die ja auch kriegt, für seine erste Rolle, seine große Rolle, die er auf der Bühne, am Theater gespielt hat. Und der Ferner hat ein bisschen ein Problem mit dem Ausdruck Volksschauspieler. Und ich sagte mir, Ferner, das ist ein schönes, was du kannst machen, wenn es dir gelingt, ein Publikum zum Lachen zu bringen. Das ist die größte Kado, den du kannst machen in einem Publikum. Aber da hat er ein bisschen mehr Leben, so den ersten Schauspieler. Also ich war überzeugt, wo ich damals den Ferner gefragt habe, dass er ging so, ja, dieser, du warst so lange nicht hier im Land, das geht schon drei Filme über mein Leben. Und dem war aber nicht so. Ich sagte, nee, das hat nach Kimmich gefragt. Und ich dachte, oh, da gibt es aber noch Zeit. Und er hat nicht lange gezeigt. Also so direkt, ja, schon gefühlt, du kriegst dann schon 80 Jahre, und das ist vielleicht Zeit, du schon den Tour gemacht, so die immer. Und so, ich vertraue da. Ich meine, ich meine das mit dir. Weißt du, so wisst ihr, wir können da nicht gewisse Themen rauslassen. Wenn wir über dein Leben schwätzen, schwätzen wir über dein Leben. Und ich so, nee, ich vertraue dir, egal wem wir angerufen haben, wem wir gefragt haben, ob sie gegen einen Mann machen, es tut kein Nee gesagt. Ich meine, den Einzigen, den in unserem Film fehlt, ist der Pierre Capesius, weil den immer angefangen hat zu drehen und im Moment wieder verstorben ist, leider. Aber sonst ist das all Mensch dran, den an der Geschichte, die wir erzählen, eine wichtige Rolle hat und hat. Und das sieht auch viel über den Ferner aus. Dass alle Menschen an Tieren gegangen sind, Fotogesichter, aus allen Sachen sich gegangen, als irgendwo hingefuhr, weil er gemerkt hat, da geht es noch etwas. Und das ist ein großes Kompliment an den Ferner.